Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky Desolation Update mit einem Wochenendereignis, das noch 34 Stunden, 35 Minuten und 57, 56, 55 Sekunden verfügbar ist. Das schauen wir uns an, weil es was Besonderes ist. Es gibt ja auch neue Aufträge jetzt im Desolation Update, aber das Wochenendsding machen wir jetzt einfach mal, weil ich einfach der Meinung bin, dass das... Ja, start das einfach. Weil ich einfach glaube, dass das nicht schlecht ist. Die gestörte Region muss per Portal erreicht werden, sprich mit Iteration irgendwas, um mehr zu erfahren. Na gut, dann. Ja, wie gesagt, ich finde diese Woche in Single cool. Sie geben irrsinnig viel Quicksilber. 1200 Quicksilber ist schon sehr viel. Wow, Marien. So, hier. Hey, Iteration Fisch. Katzenfisch. Ich bin zu Hause, ich bin endlich zu Hause. Gleichartiger Reisender, ich bin so froh, dein Gesicht zu sehen. Sag, dass es dir so gut geht, dass es dir genauso gut geht, Lebensform fragen, wo sie war, um Hilfe bitten. Ja, mir geht's auch gut. Ich war auf der Suche nach dem Abgrund, ich bin unseren Kontrahenten fast begegnet und dann? Ich weiß nicht mehr, was in dieser Leere mit mir geschehen ist, gleichartiger Reisender. Ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin und gejagt wurde. Verfolgt. Da war ein Schiff, riesig und schrecklich. Die Störung schlägt weiter Wellen. Finde die Wissenssteine, gehe durch das Portal und sammle meine Kräfte für deine Rückkehr. Okay. Mission started. Kehre das Schiff zurück, verlasse die gestörte Region, muss per Portal erreicht werden, beschaffe Glyphenkoordinaten aus alten Wissensteinen. Eieieiei. Warte mal. Ich hab doch mal irgendwie bei irgendeinem Portal ein Ding hingestellt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich mich dahin port. Wäre natürlich jetzt cool. Ja. Schon kapiert. Ist mir eigentlich wurscht, wo ich hin will. Ah, wo ich hingehe. Ich will eigentlich. Portal 1? Bitte, tut doch. Wenn ich vorher starte, am nächsten von der Welt weg teleportiert, verschwindet die Mission so. Gut, geht nicht. Ding sagt nein. Versuch was wert. Das Squidschiff will ich auch irgendwann haben. Tintenfisch. Habe ich aber jetzt noch nicht gefunden, leider. Ich glaube, ich muss da ziemlich, eigentlich wirklich genau dahin. Ursprünglich habe ich gedacht, ich kann das Asterix importen, aber ich gehe mal davon aus, dass das notwendig ist, sonst würde man das jetzt nicht so blöd da anzeigen. Hoppala, ans Mikro klopft. Wer klopft dann? So. Hä? So. Der Saftausgang. Spaceballs lässt grüßen. Der Saft fehlt. Ja, 20 Sekunden noch dahin düsen. Mit wahnwitziger Geschwindigkeit. Wahnsinniger Geschwindigkeit. Ja, 2, 1. Ja, ich glaube, die sind wirklich drauf aus, damit ich genau den Wissensstand finde.
Den und oder die. Landessequenz nicht verfügbar. Landesschiff. Landessequenz nicht verfügbar. Danke. Ja, und jetzt? So, wir drei Wissenssteine. Abwurfkapsel. Kupfer. Vergabene Technologiemodul. Alter, das ist ja Urzach. Urzach vor allem, weil da nichts ist. Na, warte mal. Im Frachter in der Nähe. Tot. Kann er mit dem auch scannen, oder? Toll. Ja, toll, scannen kann ich auch mehr nicht. Wissenstein, da haben wir einen. Fahrverhalten for the win. Nummer 1. Und die Oberfläche dieses Steins ist mit dunklen Flecken überzogen und deutet auf eine seltsame Geschichte hin. Es ist, als hätte er vor langer Zeit tief unten aus dem Ozeanboden gelegen. Etwas Zähflüssiges klebt an meinem Handschuh, obwohl die Einkerbungen selbst längst erodiert sind, wird die Art der Steininschrift plötzlich deutlich, die auf ewig den Schmutz gemeißelt ist. Eine kurze Glyphensequenz. Ja. Nummer 1. Schaut es nicht so aus, als wäre... Nummer 2 gleich daneben, also geben wir mal Gas. Ey, es ist zart. Das wirkt schon wieder so wie so eine in die Länge zarte Mission. Aber Vollgas in die Länge gezogen. Ja, das wäre auch mal nett. Da muss ich hin. Nächster Klüfenstein. Nummer 2. Zack. Der Stein reagiert auf meine Anwesenheit und scheint zu antizipieren, wonach ich suche. Die Einkerbungen flackern und werden gebrochen, so als ob sie in eine Flüssigkeit getaucht würden. Den Stein berühren. Der Wissenschaftsstein fühlt sich warm. Der Wissenschaftsstein fühlt sich warm und er erzeugt ein außerweltliches Geräusch. Die Töne manifestieren sich in meinem Kopf als Teilsequenzen aus Glyphen. Naja, sehr schön, oder? Vollkommen schön. So, wir können schon wieder mit Roma weiter gucken. Eins fehlt noch und dann schauen wir mal. Sprung! Hui! Glyphenstein, Glyphenstein, la 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 la. Drei geborgene Daten. Perfekt.
Alter, Rechtsfuß geht auch können, wenn ich da geschaut hätte vorher. So, was hast du zu reden? Der Wissenschaftler scheint schnell zwei Positionen zu wechseln und vibriert möglicherweise meine Augen schmerzen, während ich versuche, meinen Blick zu fokussieren. Das Berühren des Steins verwirrt meine Sinne weiter, er vibriert nicht, scheint aber geradezu doppelt zu existieren. Zusammengekrümmt sind Zwillinge überlappend. Mit diesem Gegenstand konzentriere ich mich auf eine einzige Iteration des Steins und schaffe es, eine Glyphensequenz auszumachen. Ein Fragment mit einem Portalcode. Cool aus. Jetzt ja, schneller. Portal entdeckt. Kann sogar das in Stein zusammenführen. Das ist cool. Nächsten, den ich schon gesehen habe, fahre ich einfach nieder. Na, keine, fahre ich hier wieder zurück zu meinem Raumschiff. Mapui! Map. Stepper, das sind ja wirklich Offroad-Gefährte. Wahnsinn. Passiert nichts. Ja, die müssen wir nochmal mit E1 sammeln, also das war jetzt klar fast, aber ein Versuch was wert. Also von oben betrachtet müsste ich ja eigentlich die volle Schneise da gerade reinschlagen überall. So, da sind wir. Tippen wir mal die Sequenz da an. Über mir ragt das Portal auf und wacht still über den Planeten. Als ich mich bereit mache, die geborgenen Koordinaten einzugeben, denke ich an den Zwilling dieser Struktur, der über diese ferne, gestörte Welt wacht. Stargate! Die Typen waren wirklich Stargate-Fans. Macht aber nichts. Coole Serie gewesen. Geh mal da rein. Sehe ich, wenn ich da drüben jetzt sterbe, komme ich dann zu meiner Leiche? Ohne dass ich da jetzt wieder alles machen muss? Hallo Welt! Truth over Facts. Wahrheit über Fakten. Naja. Reiche die Störung der Quelle. Windestal. 18 Minuten? Nö, da fährt man ein Schiff mit. Schiff könnten mal so Autopiloten brauchen, dass man auch so ein Ziel anvisieren kann und fliege einfach dahin. Wisst, ich kann alles rammen mit meinem Roamer, aber mit dem Schiff geht nichts. Viele Playerbasen da. Ist schon Sinn haben.
Oh na. Ich hasse diese Mission da. Ja, es hat ein wunderschönes Haus herbaut. Soll ich denke, was machen? Cool, ich kann was raffinerieren. Nährstoffding hat auch da. Komm wieder raus. Mal rein hier herum. Hallo. Toll, während ich da mit dem Redner. Das war einmal ein Wückenfrachter. Es war ein Schiff des Inquisitors, das die Galaxien nach Ketzern absuchte. Alles, was es fand, war tot. Zerstörung ist hier, jetzt. Sie ist überall, sie verlangt nach einem Tribut. "40 fleischige Wurzeln anbieten, wo soll ich denn jetzt hernehmen? Hexerbeere, fleischige Wurzeln. Ah, halt mir darauf. Geleck mich doch am Arsch. Die Idee ist ja nicht schlecht, wer mir da gerade gräbt. Arschloch. Fleischige Wurzel. Irgendwie wird man da warm. Sag einmal. Idiot. Hexerbeere. Und irgendwo. Hexerbeere. Lass mich mal raten, ich kann das Fahrzeug hier jetzt nicht herrufen. Im Frachter halt. Ja! Autsch! 40, jawohl. So, stabilisiere den Riss für den geforderten Material. Machen wir das. Der hat aber lang braucht jetzt.
Der jetzt irgendwo noch auf einem Café gewesen oder so? Ah, Mann, mal da durchkommen. Nö, kann man nicht. Ah! Jetzt haben wir es. So, jetzt pendeln wir sie mal wieder ein, dass wir dann halt wie ein Gestörter fliegen. Finde aber den ganzen Planeten relativ cool, muss ich schon sagen. Weil mit diesen pilzähnlichen Teilen da, die nicht abbaubar sind, da könnte man da oben eine schöne Base hinbauen. So wie der Typ da. Der anscheinend da vor der Tür eine Base gebaut hat. Irgendwie leckt das so. So, tun wir das mal so machen. Geben. Die Störung ist fort. Alles, was übrig ist, sind die traurigen Aufzeichnungen von leidenden Wesen, die ihre Unschuld beteuern. Das Elternteil eines Mechpriesters, das behauptet, nicht zu wissen, wo ihr Kind ist, und beteuert, immer noch im Weg von Hirk zu folgen. Die Daten geben frei, dass alle Gefangenen hingerichtet wurden, bevor es zu einer Meuterei kam. Die verbleibenden Crewmitglieder verschwanden in der Dunkelheit. Ansonsten bleibt nichts zurück. Warte, das ist die Mission. Ich gehe zum Weltraum Anomalie zurück. Man, wir könnten dann auch nach einer Fachkapsel graben mal. Da drin ist die Strahlung so hoch, glaube ich, gell? Und das war da immer. Ja, sicher, die Strahlung ist unmenschlich hoch. Das ist aber nett. Ich kann da nichts verändern. Wisst ihr was? Ihr könnt mich Bogel 5 haben. Und zwar nochmal hier zurück. Dachte ich mir doch, ich muss zu dem Portal. Also es ist wirklich gut, dass die Schiffe nicht platt werden können. Zack. Ach, lass mich rein ins Stargate. Hey, da liegt noch was. Haben schon wieder durchgeschaut, Schweine. Ab nach Hause! Let's go home! Zeit zu pennen gehen. Es ist nach 1 Uhr nachts. Aber wie schon oft erwähnt, anders habe ich leider nicht die Chance zu zocken. Hier zum Nexus zurück. Kriegen wir hin.
Alter, voll fette Viecher. Voll fett. So, kann man es schon rufen? Asteroidenfelder ist immer ein gutes Zeichen. Von der Distanz her. Ja, ist es. Zack. Wir sind da. Und jetzt holen wir sich noch die Belohnung ab und das war's mit dem Part. Jetzt wackelt das Bild wieder 2 Minuten lang. Da merkt man, dass die Server ein bisschen in den Arsch gehen. Die irgendwas. Irgendwas beruhigt sich da nicht. Ziel erreicht, der Nexus. On Mission. Mission abschließen. Jawohl! 1200 Quecksilber. 3000 braucht man für so komische Sachen. Nö, die kenne ich schon alle. Aber es gibt ein paar neue, die schauen wir sich auch noch an. Sorry, alles andere auch. Wir werden das Spiel auseinandernehmen und bis aufs letzte Detail spielen, weil es. Mache ich nicht mit jedem Spiel so extrem, aber in dem Spiel, das macht einfach Laune. Das macht einfach Laune. Auch da kann die Menüführung da noch so behindert sein. Aber das macht einfach Laune. Gut, und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal, im nächsten Part. Mir fällt sicher was Tolles Neues ein, was wir machen. Oder wir farmen ein bisschen. Schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Es würde mich total freuen. Und bei 200 Abonnenten gibt es ein neues Intro. Also fleißig den Abo-Button hämmern, damit wir dann mal ein wunderschönes neues Intro hinkriegen. So, Like, ein Comment gern gesehen. Das wäre alles super nice. Das Wichtigste in der Zeit jetzt, Pandemie und so, gesund bleiben. Und passt auf euch auf. Bis dann und ciao.